Willkommen zu einer weiteren Folge von Boom Beach. Wir sind wieder da nach 10 Tagen oder so. Zumindest für euch, also für mich war es jetzt nur die Hälfte, aber ist ja auch egal. Ich erwähne das ja immer gerne, jedes Video eigentlich, dass ich hier ja nicht so oft aufnehmen kann und deswegen das immer nur mal so zwischendurch kommt, aber soll ja auch nicht anders sein, ne? Und vielleicht ist es ja auch gar nicht so schlimm für euch dann, ne? Also ich meine, ja, diese Boom Beach Folgen, da passiert eh immer nicht so viel. Es ist eher so ein Let's Show und deswegen reicht's eigentlich, wenn die zwischendurch mal kommen, ne? Finde ich. Gut. So viel dazu erstmal und ansonsten, mein Handy ist gerade abgestürzt, weil der Akku irgendwie leer war. Und ich hatte es aber am Computer angeschlossen, dachte, der Strom reicht zum Laden, hat's aber jetzt nicht. Deswegen musste ich nochmal neu anschließen und die erste Aufnahme ist jetzt leider weg. Und ja, ich hab's jetzt halt an den Netzstecker angeschlossen, ganz normal. Und es lädt jetzt auch. Ja, es ist immer ein bisschen scheiße mit meinem Akku mittlerweile. Der gibt echt langsam den Geist auf. In letzter Zeit ist der nicht mehr so gut drauf, muss ich ja sagen. Der hält nicht mehr 24 Stunden durch. Hat er sonst eigentlich immer locker geschafft. Und ich benutze das Handy jetzt nicht sonderlich mehr als früher. Und der hält einfach irgendwie nur noch so 10 Stunden. Ja. Und früher hat er auch manchmal 2 Tage gehalten. Also ich weiß auch nicht. Das ist einfach nur noch scheiße. Und ja, ich gucke jetzt mal. Wonach können wir denn tauchen? Ich möchte heute auch noch ein bisschen was Spezielles machen. Ihr seht es ja im Titel. Und zwar steht da irgendwas mit Clash Royale Angriff oder so. Und ja, das werden wir dann am Ende des Videos mal angehen. Und ja, hoffe ich natürlich, dass ich da gewinne, ne? Gut. Alter, was ist das denn hier? Jo, oh, wenn ich das jetzt hier mache, hier kommt 100 Pro auch nur so ein komisches Ding hier raus, so eine Magma-Scherbe, da habe ich keinen Bock drauf. Deswegen, ja, würde ich jetzt entweder den hier oben nehmen, der dauert auch nur 6 Stunden. An 6 Stunden bin ich eh nicht mehr wach, von daher, keine Ahnung. Ja, ich guck nochmal in die andere Tauchstation. Man verliert die leider auch, ne? Haben wir ja schon mal irgendwann gehabt. Das Thema, dass die Tauchstationen manchmal einfach so verschwinden. Und ich würde jetzt, komm, spontan nehme ich jetzt einfach mal die hier. Und ja, schauen wir mal, was da rauskommt. Und ansonsten gucken wir auch mal. Also Boom Beach technisch gibt es auch nicht so viel zu zeigen. Ich bin Level 44 immer noch, wie wir hier natürlich sehen. Und ich denke mal, das wird auch noch eine Weile so bleiben. Denn, ja, keine Ahnung. Es dauert halt einfach sehr lange, so zu leveln. Und vor allem, bis ich Hauptquartier Level 17 bin, das dauert auch noch eine Weile. Ihr seht schon, wir können viel verupdaten, verbessern wieder. Genau, verupdaten wahrscheinlich. Ja, können wir viel machen. Aber ich traue mich irgendwie immer nicht so richtig. Ich muss auch jetzt mir mal irgendwas aussuchen hier. Ich würde sagen, wir nehmen mal den Schützenturm noch. Der ist eh relativ teuer. Ja, komm, den nehme ich jetzt einfach mal. Und danach versuche ich auch die Maschinengewehre hochzukriegen hier. Level 14 alle. Eins war, glaube ich, noch nicht Level 14, oder? Ach, ich weiß auch nicht. Ist jetzt auch egal. Auf jeden Fall, dass ich hier noch ein bisschen weiter level. Das ist so mein Ziel. Und dann später Level 17 gehe im Hauptquartier. Und da gibt es sicherlich auch wieder einige neue Sachen, die ich dann bauen kann, ne? Da freue ich mich schon drauf. Mal sehen, wie das so wird. Das wird aber ja noch ein bisschen hin sein jetzt. Da mache ich dann später auch nochmal eine extra Folge drüber. Denn das ist dann immer schon was Besonderes. Und in letzter Zeit wollte ich noch erzählen, mache ich auch viel Dr. Terror, um einfach an Rohstoffe zu kommen. Weil es ist mittlerweile wirklich sehr kompliziert geworden, einfach sich über normalen Weg das alles zusammenzufarmen und zu warten. Das dauert echt ewig in letzter Zeit. Deswegen hole ich mir ja ganz oft eigentlich diese Dr. Terror-Dinger, ne? Ist eigentlich auch eine ganz coole Möglichkeit, um an Rohstoff zu kommen. Also das finde ich ja geil. Da kriegt man teilweise, wenn man Phase 1 bis 3 hintereinander macht, und das schafft man eigentlich, da kriegt man teilweise schon irgendwie 100.000 Holz und oder sogar 150.000 Holz, so um die 100.000 Steine und Eisen auch nochmal, relativ viel. Und das ist natürlich schön, wenn man dann so eine Möglichkeiten hat. Feiere ich auf jeden Fall, ne? Habe ich vorher nie im Blick gehabt, aber ist auf jeden Fall nice. Gut, ich würde sagen, an der Stelle verabschiede ich mich auch schon von Boom Beach und wir sehen uns gleich in Clash Royale wieder. Da hat sich auch seit dem letzten Besuch einiges getan, also seit dem letzten Mal, wo ich es gezeigt habe. Also wartet mal ab, das wird noch was. Okay. Jo, da sind wir auch schon in Clash Royale. Finde ich auf jeden Fall cool, dass wir hier auch mal wieder zurückgekehrt sind nach so einer langen Zeit. Und ja, ich wollte heute ein bisschen kämpfen, aber erstmal ein bisschen auch zeigen, wo ich jetzt eigentlich stehe. Und zwar, wo sieht man das denn? Hier oben, oder? Ich weiß nicht. Ich wollte nochmal so ein Spielerprofil. Ach, hier sieht man das. Gut. Also ich bin jetzt mittlerweile Level 7, Arena 3 immer noch.
Könnte besser sein. Auf jeden Fall dann auch, ja, 900 Trophäen, ist eigentlich klar. Kampfdeck sieht so aus und hier unten noch so ein paar Werte, falls sie interessant sind. Und dann gucke ich mal hier im Clan, da wollen noch ein paar Leute spenden. Da kriege ich auch mal schön viel Gold, das freut mich auf jeden Fall. Und ach so, ja, um Karten bitten. Welche nehme ich denn mal? Boah, da bin ich auch überfragt gerade. Welche hatte ich gesammelt? Zuletzt Barbaren, glaube ich, ne? Genau, dann nehmen wir die jetzt nochmal. So, dann schauen wir mal. Truhen habe ich jetzt schon geöffnet, also da gibt es jetzt nichts mehr zu tun oder nichts mehr zu sehen, besser gesagt. Und dann gucken wir nochmal in den Shop und dann geht's auch schon auf in den Kampf, würde ich sagen. Hier gibt es aber auch nicht so krasse Sachen, würde ich sagen. Ich kann ja noch ein bisschen updaten, aber das sind die ganzen Sachen, die ich eh nicht im Deck habe. Also, naja, lassen wir erstmal. Und ich spare mir dann das Gold lieber manchmal auf. Gut, kämpfen wir erstmal. Ich hoffe mal, dass das funktioniert jetzt. Und vor allem, dass ich nicht allzu sehr rumschreie, weil ich reg mich hier immer oft auf. Ja. Und ich hoffe auch, dass das Internet jetzt hier nicht irgendwie rumkackt, weil ich bin nur im mobilen Daten, also ich habe kein WLAN derzeit. Ist ein bisschen doof. So, es ist das erste Mal, dass ich das so mit aufnehme. Habe ich sonst noch nie gemacht und auch noch keine Testaufnahme oder so gemacht, um zu gucken, wie das funktioniert oder wie ich das hinkriege. Ja, deswegen jetzt hier der Live-Test quasi. Boah, scheiße, ey. Das ist gerade mega scheiße. Die kommen hier zu viele. Wir müssen die ein bisschen ablenken. Oh Mann, ey. Jetzt bombardieren die mich. Warte mal. Pfeile. Los, los, los. Schieß die Pfeile. Oh, scheiße. Jetzt hat er schon meinen Turm. Das hasse ich immer. Wenn die sofort den Turm kriechen, nach nicht mal einer Minute. Das ist so schlimm. Und ich habe dem noch kaum Schaden gemacht. Ey, es kotzt mich schon wieder an. Ich werde hier haushoch verlieren. Ja. Ohne Witz. So. Wir schießen nochmal einen Feuerball. Vielleicht können wir es noch gewinnen. Man soll natürlich die Hoffnung zuletzt. Ah, oh, na toll, ey. Diese scheiß Riesen. Ich hasse die, gell? Ich hasse Riesen einfach nur. Das ist so schlimm. Ich glaube, ich kann nicht kommentieren und spielen gleichzeitig. Das geht einfach nicht. Ich brauche ja höchste Konzentration, um wirklich zu gucken, was setze ich jetzt als erste Karte ein, weil die erste Karte ist tatsächlich die wichtigste. Ja. Es ist wirklich so. Und wenn du am Anfang Pech hast bei den Random-Dingern da am Anfang, ne? Dann sieht's ganz schlecht aus. Ja, ich krieg den jetzt nicht mehr. Guckt euch das an. Der macht mich hier platt wie sonst was. Das geht überhaupt nicht. Also das kann ich nicht annehmen. Ey, das ist aber auch schlimm. Denkt ihr, ich krieg den jetzt noch? Niemals im Leben. Wirklich. Ich kämpfe natürlich bis zum Ende. Manche Leute, die gehen dann gerne mal raus, weil sie denken, es bringt nichts. Ist natürlich auch, naja, kann man machen. Ich meine, ich kann es nachvollziehen. Aber ich kann das jetzt nicht machen, weil ich mal eben hier. Oh Mann, ey, das kann doch nicht sein. Ja, die Barbaren holen mich. Geil. Ey, komm, wir machen jetzt noch einen Kampf, Leute. Das war jetzt gar nichts. Das war keine reife Leistung. Ja, komm, hör auf mit deinem nicht schlecht. Das war einfach nur schlecht von mir. Boah, ey, wenn ich verliere, gell, dann hasse ich es, immer zu chatten in Clash Royale, also dann noch gutes Spiel oder so zu schicken. Das hasse ich, das kann ich nicht haben. Guck mal, jetzt bin ich schon wieder unter 900 Trophäen, das hasse ich immer. Meine Freunde lachen mich schon aus davon, darüber. Weil ich Level 7 bin und immer noch, so wenig Trophäen habe. Normalerweise hätte man eigentlich so um die 1000, 1100 vielleicht schon. Und ich habe hier immer noch so 900, nicht mal, die kann ich nicht mal halten. Das ist ein bisschen blöd. Und Arena 4 hätte ich auch mal gerne. Ja, und ab Level 8 können wir dann auch endlich Turniere machen. Da freue ich mich auch schon drauf. Vielleicht nehme ich dann sowas auch mal auf, wenn ich soweit bin. Die sind jetzt auch noch relativ frisch drin in Clash Royale. Und die wird es dann demnächst auch mal geben. Ja, mal sehen. Ah, ich denke mal, bis ich Level 8 bin, das dauert noch ein bisschen. Also von daher, ja, mal gucken. Vielleicht in der nächsten Folge, wenn ich wieder Clash Royale spiele, vielleicht bin ich dann schon Level 8, weil das dauert ja immer ein bisschen, bis ich dann die nächste Folge aufnehme. Wahrscheinlich sind es jetzt wieder 1,5 bis 2 Monate, wenn ich dann nochmal Clash Royale zeige. Und ja, das könnte schon sein, dass dann ich schon Turniere machen kann. Werden wir sehen. Gut. Ja, dann holen wir uns hier, ach, dieser scheiß Riese wieder. Aber er hat noch keinen Schaden gemacht. Toi, toi, toi. Ich hoffe mal, es bleibt so. Warte mal, der Riese, der muss jetzt aber mal schnell weg. Ah, okay. Damit kann ich gerade noch so leben, aber wir müssen die hier abwehren. Gut. Dann lädt jetzt erstmal alles, bei ihm wahrscheinlich auch.
Ah, ich hasse auch Hexen, gell? Die sind so schlimm, die Viecher. Ich. Boah, ey. Also manche Sachen, die sind einfach nur scheiße in dem Spiel. Sind einfach irgendwie viel zu OP und. Aber auf der anderen Seite halt auch zu schwach, weil, ja, keine Ahnung. So richtig OP darf es halt nicht sein, weil dann wäre es ja unfair im Spiel, wenn einer die Karte nicht hat oder so. Und ja, es ist sowieso auch ein bisschen immer Glückssache mit den Karten. Also es kommt immer stark drauf an, was der andere für Karten hat, ne? Das ist wirklich so hier in Clash Royale. Also so, naja, das ist eigentlich wirklich die Hauptsache so. Alles andere ist so ein bisschen nebensächlich. So, ich hoffe mal, den Turm kriegen wir aber noch, oder? Ich sollte die Gelegenheit am Schopf packen und jetzt die Kobolde hier hin platzieren, damit die Viecher wegkommen. So, wir haben nur noch 17, das sollten wir schaffen. Wir kriegen ja bestimmt noch mal einen Feuerball. Okay, haben wir schon. Jetzt müssen wir nur noch verteidigen, dann haben wir gewonnen. Ja, ein Ein-Kronensieg reicht mir, es kann nicht immer ein Drei-Kronensieg sein. Damit habe ich mich mittlerweile auch abgefunden. Ja, Hauptsache ich krieg mal auch ein paar Sachen. Und ich verliere nicht immer, weil mich nervt es immer, wenn ich die ganze Zeit nur verliere. Ich hasse das wirklich. Manchmal bin ich 6, 7, 8 Mal mit einem Unentschieden oder mit einem Verloren rausgegangen. Und das hat mich einfach nur so mega genervt. Aber jetzt sieht's ganz gut aus, ne? Jetzt haben wir gewonnen, das ist schön. Zweiter Versuch direkt. Und Alter, ich habe sogar insgesamt eine Trophäe Verlust gemacht. Das ist da wohl hier nicht euer Ernst, Mensch. Naja, aber immerhin. Wir haben eine Eisentruhe bekommen. Und ja, das ist ja mal so ein bisschen random, was man für eine Truhe kriegt. Oder tageszeitenabhängig, habe ich auch gehört. Deswegen, das liegt nicht daran, dass ich jetzt nur eine Krone gekriegt habe, sondern das ist einfach irgendwie, ja, random, so ein bisschen. Obwohl, vielleicht liegt es an den Kronen, aber vielleicht werden dann die Chancen einfach erhöht. Wenn man drei Kronen hat, werden nur die Chancen erhöht, aber nicht, dass es dann zum Beispiel gar keine Eisentruhe mehr gibt. Ich denke mal, dann wird einfach nur da ein bisschen was geschraubt. An den Prozenten und ja, nur so viel dazu. Okay, ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder von Boom Beach und da werde ich dann mal einen kleinen Clash of Clans Angriff machen. Oder ja, zeig einfach nur mal meine Base, je nachdem, mal gucken. Und ja, dann sehen wir uns dort. Haut rein. Oder morgen in Minecraft, ne? Und ja, tschüss.